Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Wir möchten euch heute in diesem Video den Unterschied zeigen zwischen Akkurasentrimmern und Elektrorasentrimmern und wo sich wirklich die Leistung unterscheidet, wo welcher seine Stärken hat und wollen weniger auf die Produkte eingehen. Diese Videos haben wir auch noch einzeln gemacht. Die verlinken wir euch in der Videobeschreibung und blenden sie in der Infobox ein. Daher gehen wir auch hier nicht auf die technischen Details ein, sondern führen wirklich einen Schneidetest durch bei Elektro gegen Akku. Und dabei wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß bei diesem Video. Als erstes bin ich gleich erstmal ruhig und wir schalten die beiden Geräte nacheinander ein. Wir haben ein Black & Decker Akkugerät und ein Gardena mit Elektro. Vergleich. Ja. Bei beiden Geräten handelt es sich um Rasentrimmern mit Faden. Die schneiden sich ja selbstständig ab. Was man beim Black & Decker zu Anfang gehört hat, dass er ein bisschen klappert, da war der Faden etwas lang. Dieser trennt sich dann aber automatisch ab. Hier haben wir jetzt nun mal die Rasenkante wirklich mit beiden Rasentrimmern geschnitten. Und was natürlich auffällt ist, dass man einfach deutlich flexibler bei dem Akkugerät ist. Welche Überraschung, weil kein Kabel dran hängt. Deswegen sind wir als nächstes erstmal mitten ins Gebüsch gegangen, um einfach zu schauen, wo sind die Leistungsunterschiede. Und ich bin persönlich wirklich überrascht, dass der Akkurasentrimmer mithalten kann. Er hat wirklich alles genauso geschnitten wie das Gardena-Gerät mit Elektro. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass diese anspruchsvolle Arbeit hier sehr viel Akku gekostet hat. Aber der Black & Decker hat einen sehr leistungsfähigen Akku und konnte wirklich mithalten. Wenn ich einen ganz normalen Heimgarten heutzutage habe, würde ich immer zum Akkugerät greifen, weil ich einfach eine deutlich höhere Flexibilität habe. Hier wurden kleine Äste und dickeres Geschrüpp wirklich von beiden ohne Probleme durchtrennt. Das war wirklich sehr schön zu sehen. Und das ist auch genau unser Fazit. Ich würde den Akkurasentrimmer nicht wieder hergeben. Denn er gefällt mir wirklich sehr gut, dass ich einfach ums gesamte Grundstück laufen kann und auch kleine Ecken einfach schnell und komfortabel schneiden kann. Wenn ich immer das Kabel hinter mir herziehen muss, bin ich einfach unflexibler. Die Ausnahme ist wirklich, wenn ich eine sehr, sehr große Fläche habe und einfach die Ausdauer und die Power greife. Dann würde ich nach wie vor zu einem soliden Elektro-Rasentrimmer wie diesem von Gardena greifen. Aber für mich als Heimanwender würde ich den Akkurasentrimmer von Black & Decker definitiv wiederverwenden. Hier verlinken wir euch auch das detaillierte Testvideo zu dem Black & Decker Rasentrimmer. Wir haben auch ein Video zu dem von Gardena. Das verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr von uns. Solltest du ein Freund des schriftlichen Wortes sein, würde ich dir auch unsere Website empfehlen unter www.gartenzeile.de. Dort findest du zu allen Artikeln auch nochmal nützliche Hinweise und weitere Details. Bis zum nächsten Mal.